Auf dem Red Bull Ring in der Steiermark nahe Graz legt die ADAC Procar-Serie ihre zweite Auslandsstation ein. Berg- und Talbahn im Mittelgebirge, ähnlich dem Sachsenring, aber noch eckiger. Ein anspruchsvoller Kurs für die Tourenwagenpiloten. Da baut der ein oder andere Fahrer noch mehr auf Macken und Mitbringsel. Das Glücksschwein Jens Weimanns ist bei Andreas Kast von K&K Motorsport ein kleines Kleeblatt. Also ich habe das vor kurzem von meiner Freundin bekommen, die eigentlich auch immer dabei ist und mir immer die Daumen drückt. Diesmal jetzt nicht, weil es ein bisschen weiter ist. Ja, und normalerweise bin ich nicht so abergläubisch, aber da es halt von meiner Freundin ist, wird es schon helfen. Allerdings hat das gute Stück wohl noch nicht seine ganze Wirkung entfaltet. Andreas konnte wegen technischer Probleme erst einen von 8 Läufen der Saison beenden. Ohne einen Abstecher ins Audiland Ingolstadt auf dem Weg zum Red Bull Ring wäre auch der Start in Österreich geplatzt. Andreas lässt sich aber nicht unterkriegen. Ja, man muss schon nach vorne gucken. Ich meine, man kann es nicht ändern und es kann nur besser werden. Also wir haben jetzt diverse Sachen wieder ausgemerzt und ein paar Sachen neu gemacht. Also hoffen wir, dass es diesmal hält. Glücksbringer stehen auch bei ihr hoch im Kurs. Saskia Müller von Glatzel Racing, eine von 2 Frauen im Feld. Die Kette hat sie von ihrem Freund und auch die Mama denkt vor jedem Rennen an ihr Ritual. Aberglauben an sich, bin ich ganz ehrlich, habe ich eigentlich nicht, aber so Glücksbringer, das hat damals angefangen mit einem Nasenstupser, den es immer vor dem Rennen gab von Mutti. Und ja, dieses Jahr ist die Kette noch dazu gekommen, die habe ich zu meinem Geburtstag bekommen und seitdem hat einfach alles geklappt, von der Abschlussprüfung beruflich bis zum Rennfahren. Und auch in der Gesamtwertung hat Saskia sich berappelt nach einem Unfall im ersten Rennen der Saison. Ich bin sehr zufrieden dafür, dass ich am Anfang gedacht habe, dass nicht mehr viel passieren kann durch 2-0-Rennen. Ja, jetzt habe ich momentan den 3. Platz in der Rookie-Wertung, womit ich nie gerechnet hätte. Das macht mich doch schon ein bisschen stolz, dass ich es dann noch geschafft habe und hoffe, dass es jetzt so weitergeht. Den Glücksbringer schlechthin darf Guido Tierfelder von ETH Tuning seinen eigen nennen. Die Rede ist von der Glücksglatze. Vor jedem Qualifying wird die Platte poliert. Die Glücksglatze soll guten Grip bringen. Normalerweise der Job von Didi Danz, doch der fehlt am Red Bull Ring. Kein Problem, Axel Heckner gibt die Ersatzglatze, das heißt... Vorm Qualifying die Murmel scheren. So einfach ist es. Mehr braucht's nicht, um vorne zu sein. Die Glatze muss diesmal besonders helfen, denn Guido ist in Gedanken in der kölschen Heimat. Vor wenigen Tagen wurde er zum ersten Mal Vater. Finn heißt der Sprössling, noch ein Glücksbringer. Am Montag war die Geburt, er kam um 9.26 Uhr und da war ich durchweg war ich im Krankenhaus. Da bin ich am Donnerstag um 5 Uhr raus, habe die Tasche gepackt und dann hier hin. Und normalerweise bin ich so einer, so, der baut eine Woche vorher immer so ein bisschen die Spannung auf zum Rennen. Bin hier hingefahren. Ich hatte überhaupt keine Einstellung zum Rennen. Also jetzt langsam kommt es wieder, aber mir fehlt eben der Kleine. Das tut mir schon ein bisschen weh. Dennoch reiht sich Guido Tierfelder auf Startplatz 2 in Division 2 ein, nur knapp 0,4 Sekunden hinter Nils Mierschke von Rinus Leipert Motorsport. Ein gewohntes Bild bietet sich inmitten der österreichischen Berge auch in Division 1. Ein BMW, allerdings der von Jens Weimann von Tate Motorsport, steht ganz vorne. Dahinter sein Markenkollege, der gesamtführende Johannes Leidinger von Liquimoli Engstler. Ganz hinten sortiert sich Lukas Bub von Glatzel Racing ein, der am Red Bull Ring sein Comeback gibt. Ja, ich hatte einen Arbeitsunfall. Vor ungefähr 11 Wochen ist das passiert. Ich habe mir den Mittelfuß gebrochen. Mir ist eine Baumaschine ist mir über den Fuß gefahren. Die wiegt ungefähr 2 Tonnen und hat mir dann sozusagen ja, den Mittelfuß gebrochen oder gequetscht vielmehr. Und Brüche, Trümmerbrüche vom 2. bis zum 5. Knochen. Und das hieß dann erstmal für mich lange Pause. Die Pause ist vorbei und das erste Rennen beginnt mit einem Paukenschlag. Andreas Kast im silberroten Audi TT kassiert nach dem Start Peter Rickli von Rickli Motorsport sowie beide BMW ein und setzt sich an die Spitze. Der Berliner ist nach all den technischen Problemen endlich mal oben auf. Auch in Division 2 entbrennt ein spannendes Duell an der Spitze. Nils Mierschke im silbernen Fiesta und Guido Tierfelder im blauen Peugeot liefern sich wie in der Gesamtwertung ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während Andreas Kast die Spitze wieder an Leidinger verliert. Doch es kommt noch schlimmer für Andreas, er muss das Rennen mal wieder unfreiwillig beenden. Dann fing an, die Kupplung zu rutschen.
Warum, weiß ich nicht. Und dann, jetzt kurz vor Schluss, ist dann leider noch, habe ich Getriebeöl verloren, was dann noch zusätzlich dazu kam. Sonst hätte ich versucht, mit der Kupplung noch zu Ende zu fahren, aber so ging halt gar nichts mehr. So musste ich mein Auto wieder abstellen. Ist wieder schade. Diesmal war es wieder eine gute Ausgangsposition. Ja, zweite Rennen wieder nicht starten. Können wir nur auf Lausitzring hoffen. Nach dem Ausfall von Andreas fährt Johannes Leidinger seinen 5. Saisonsieg souverän ins Ziel, Platz 2 für Jens Weimann vor Peter Rigli. Den Sieg in Division 2 feiert Nils Mierschke. Für Rinus Leipert Motorsport Riesenfreude beim Team und natürlich Genugtuung beim Fahrer. Am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme, den Reifenluftdruck hochzukriegen, dass er optimale Grip hat auf der Vorderachse. Aber am Ende habe ich schon gemerkt, dass Guido etwas langsamer wurde, hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich den letzten Sektor immer aufgeholt und habe ihn dann mal auf der Startzielgeraden überholen können. War sehr fair, das Zweikampf, denke ich. Hat sehr viel Spaß gemacht, denke ich, auch für die Zuschauer. Das zweite Rennen. Johannes Leidinger vom Start weg wieder vorne. Jens Weimann bleibt aber ganz dicht dran am Führenden. Von der Führung kann Ulrike Kraft vom ATM Speedladies Team nur träumen. Nach einem tollen Saisonstart blieb Ulrike in Zolder und Oschersleben wegen technischer Probleme ohne Punkte. Am Red Bull Ring läuft es kaum besser. 2 Zähler im ersten Rennen, dann wieder ein Defekt. Ein Podiumsplatz in der Gesamtwertung wird so immer unwahrscheinlicher. Das ist sehr frustrierend. Jetzt ist gerade ein Tiefpunkt, muss ich sagen. Also nach dem ersten und zweiten Rennen war ich natürlich noch aufs Podest fixiert und jetzt nach 3 Nullern wegen technischen Defekt und Unfällen, glaube ich, da gehört schon mehr zu als Glück, wenn das noch was wird. Ulrike ist nicht der einzige Ausfall. Matthias Kaul von Kaul Motorsport und Lorenz Frey von Jaco Racing müssen bereits im ersten Rennen wegen technischen Defekts passen. Peter Rigli dann im zweiten Lauf, den Johannes Leidinger nach leidenschaftlichem Kampf mit Jens Weimann knapp für sich entscheidet. Dementsprechend groß ist der Jubel bei Liqui Moly Engstler. Jens hat die ganze Zeit Druck gemacht. Dazu war es heute natürlich angenehm temperiert im BMW, muss man einfach so sagen. Im Vergleich zu gestern eine ganz andere Nummer, da ist schon Sauna angesagt. Aber es ging auf, endlich wieder ganz hier oben gestanden, 2 Siege nach Hause gefahren, Punktekonto ausgebaut, super gut. Hinter dem BMW-Duo sichert sich Michael Stepanov von Jaco Racing Rang 3. Das ist ein tolles Gefühl. Ich habe mich gegen starke Konkurrenz durchgesetzt und einen Platz auf dem Podium erreicht. Das macht mich schon sehr glücklich. Glücklich dürfte auch Johannes Leidinger sein. Er hat 26 Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung vor Jens Weimann. Peter Rigli behauptet Platz 3. In Division 2 endet das zweite Rennen wie das erste. Mierschke siegt vor Tierfelder und Kevin Krammes von Jena Autosport. Guido Tierfelder behält damit seine Führung in der Gesamtwertung und ist natürlich zufrieden. Ja, grundsätzlich ja, weil so eine Rennstrecke, wo immer hoch und tief, finde ich das Peugeot eigentlich immer schlecht, weil wir immer noch 80 bis 100 Kilo schwerer sind. Und dafür ist es eigentlich okay. Und dann im ersten Rennen, so ab 5., 6. Runde, habe ich den dritten Gang nicht mehr richtig reinbekommen, musste ich immer nachdrücken. Und dann ist er mal rausgeflogen ab und zu und da habe ich nachher noch den dritten Gang immer gehalten und dafür war es eigentlich ganz okay. Zufrieden ist auch Rainer Bastuk, der Leiter der ADAC Procar-Serie, blickt nach verheißungsvollen Gesprächen am Red Bull Ring optimistisch in die Zukunft. Der Serienleiter wünscht sich, dass es so vom Sportlichen her weitergeht. Wir werden ab dem nächsten Rennen mehr Autos haben und die Aussichten für das nächste Jahr, kann man jetzt schon sagen, wir arbeiten an der nächsten Saison, sind sehr, sehr positiv und gut und packen wir es an. Das nächste Rennen steigt dann am 1. September-Wochenende am Eurospeedway Lausitz. Dann ist es auch wieder Zeit für Maskottchen und Macken, sprich die Glücksbringer der ADAC Procar-Serie.